Hallihallo, Hallöchen, liebe Zocker und YouTuber und Hallöchen, liebe Nenja. Hallo zusammen, wir sind zurück auf der Invictus Launch Week. Was gibt's heute? Heute gibt's, ich würde mal sagen, ungelogen gleich vier Hersteller, nämlich, komm, jeder sagt einen. Also ich fange an mit, ich nehme die Abkürzung, weil ich den Namen nicht aussprechen kann, mit Misk. Okay, dann mache ich weiter mit Consolidated Outland. Okay, dann nehme ich dann noch Argo. Und ich nehme noch, ganz wichtig, Crusader Industries. Das habe ich dir extra gelassen, weil wir wissen ganz genau, dass du Crusader Industries natürlich... Jawohl, ich bin heiß drauf, da gibt's die Star Runner. Die Star Runner, du willst die Star Runner. Komm, gehen wir sie uns angucken, die Star Runner. Also, die Star Runner wird es wahrscheinlich nur als Holo geben, aber... Ja, na, Logo gibt's ein Holo. Ne, Logo gibt's ein Holo, haha, hoho. So, also... Hast du einen Knopf gedrückt? Ich habe eigentlich einen Knopf gedrückt. Da sind auch wieder, ehrlich gesagt, für mich keine Schiffe dabei. Aber da sind einige Schiffe dabei, die ich dennoch interessant finde, muss ich mal sagen. Da sind die Freelancer. Naja, die Freelancer, da habe ich ja zwei von den drei. Aber meinst du, die stellen die heute aus? Nee. Ja, die Freelancer natürlich ja. Aber was ich interessant finde, oh, wir sind da. Wir sind da und wie wir sehen... Was sehen wir denn? Ja. Siehst du das, was ich sehe? Ich sehe nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Selbst bei den Hologrammen. Doch, bei den Hologrammen ist was zu sehen. Komm, wir gehen schon mal die Hologramme gucken. Die anderen kommen noch. Die anderen, weiß ich nicht, ob die noch spawnen. Da ist er. Ich kann es nicht erwarten. Juhu. Da ist ja schon mal das Ding, wegen dem du hier bist eigentlich. Ja, das reicht ja dann auch vollkommen. Hier, das ist die... Ist sie nicht schön? Sieht das? Ist das die... Ja, natürlich ist das die Mercury. Ja. Starrunner. Da, das müsste die Starrunner sein, weiß, ne? Die große, die Starlifter, wird ja Mama Bird genannt. Liebevoll. Ja, und was ist das hier dann? Baby Bird? Weiß es nicht. Ich finde, die beiden haben ja eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist jetzt Baby Bird. Naja, also sie ist ja gedacht als, ich glaube, sie ist zwar als Inforunner bezeichnet, also wie die Herald, aber sie ist so ein kleines bisschen, naja, eher... Ja, wie die Conny-Eisstufe, ne? Ja, so von der Größe her und von der Klassifizierung ist es so ungefähr die Conny. Auch 96 als SU wie die Constellation. Sie hat zwei Türme, wie die Constellation. Ist breiter als die Constellation, dafür kürzer. Und sowas willst du haben, ja? Ja, also... Die findest du gut, einfach wegen dem Style. Ja, und nicht, weil du so ein Inforunner bist. Weiß ist, okay. So, da hast du Mama Bird. Du bist schon weitergerannt zu Mama Bird. Bin schon weitergerannt. Hier. Da ist er, Mama Bird. Mama Bird ist natürlich auch nicht zu verachten, ne? Mama Bird ist auch hübsch. Mama Bird ist ja, wenn man so will, aber von einer komplett anderen Geschichte, ne? Mama Bird ist eher so der dicke Cargo-Lifter. Ja. Kommt für mich daher auch weniger an. So quasi eher so die große, eigentlich ist es eher so die große Mama von der Valkyrie, muss man sagen, weil es ist eine Menge Laderaum für Fahrzeuge drin. Das mag sein, aber stell die beiden mal äußerlich nebeneinander. Du siehst Ähnlichkeiten, aber es mag daran liegen, dass beides von Crusader Industries ist, ne? Ich musste dich ja, in der letzten Folge warst du zu laut, jetzt bist du zu leise. Das kann sein, dass wir beide den Server wechseln müssen, weil wir hier gerade nichts sehen. Also wir haben hier die beiden Hologramme haben wir schon gesehen. Wir haben hier also, wie gesagt, die Star Runner, auf die, glaube ich, eine Menge Leute warten, weil sie halt... Hier ist sie normal, direkt als Bild, ne? Ja, weil sie halt so das... Ist die Starlifter. Da ist ein Panzer drin, das ist definitiv die Starlifter. Allerdings hat die Star Runner halt auch das gleiche Farbschema, ne?
Naja, weiß halt. Nicht auf den Server. Dreh dich mal um. Ich sehe was. Ja, guck mal. Sie sind auf einmal da. Sie wurden ganz schnell reingetragen. Komm, wir fangen hier an mit Argo. Komm, komm her. Ja, ganz, ganz fix. Hat man auch gar nicht gehört, komischerweise, ne? Nein, die waren leise wie die Elfen. Ja. Ja, das ist beim Weihnachtsmann. Die kriegt man auch nicht mit. Also, das hier ist ein Argo. Ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, weil wir können ja mal draufhalten. MPUV, ich glaube, das ist der Frachttransporter, wie man auch so hinten dran sieht. Wohlgemerkt, ich schlag mich bitte nicht, falls ich es falsch sage, ohne Quantum Travel. Also der ist wirklich nur dazu gedacht, Fracht von einem größeren Schiff zum Beispiel zum Raumhafen zu bringen. Also kann man die zum Beispiel zum Mining benutzen? Naja, auch nicht, weil der hat ja kein Quantum Travel. Also er ist eigentlich so gedacht an Bord. Komm, von Microtech zum Port Tresor kommt man ohnehin ohne Quantum Travel. Ja, aber er ist eher so als für den Einsatz, also die Idris hat zum Beispiel einige von den Dingern an Bord, ne? So als Shuttle oder so. Ja, gut. So, hier. Das ist der nächste, oder? Ist das der gleiche? Das ist der MPUV. Also einer müsste für Personen und einer müsste für Fracht sein. Der ist. Aber jetzt sind das hier die gleichen. Nee, das sind jetzt auch irgendwie die gleichen. Also es gibt da zwei Varianten von, einer für Fracht und einer für Personen. Das sind die gleichen, würde ich sagen. Ich mach dich mal ganz kurz ein bisschen lauter. Für die Leute ändert sich mal ganz kurz gar nichts. Wenn ihr mich bei ihm nicht gehört habt, dann hört ihr das bei mir. Ne? Eben, dann gibt es nämlich... Werbung auch für mich. Oh, jetzt macht die hier Werbung. Ja, wobei ich mich jetzt auch echt mal bedanken muss für all die ganzen vielen Abos in letzter Zeit. Danke, danke, danke. Die Nenya, die ist nämlich hier, die hat hier voll den YouTube-Durchbruch. So, also wir haben gezeigt, dein Liebling hier, die Star Runner, wir haben gezeigt den Star Lifter. Nein, ich würde sagen, die sind hier nochmal drin. Das war ja doppelt, ne? Da sind sie nochmal Mama Bird und Baby Bird. Ich nenne sie jetzt Baby Bird. Dann haben wir hier die Argo gezeigt, die es als Personen und als Frachtlifter zeigt. Naja, hier. Du meinst das Ding hier in der Mitte? Ja, das grüne Ding. Mustang Delta. Das ist eine Mustang Delta, also quasi die Mustang. Die finden wir eigentlich. Ist ein Starterschiff, ne? Hat sogar, glaube ich, ein Bett mittlerweile. Als Starterschiff hatte ich ja den Pinguin, ne? Ja. Dann ich guck ich mal. Die schicke Avenger. Ich meine, ich finde sie nicht schlecht, aber es gibt, finde ich, schönere Starterschiffe. Also sie ist nicht hässlich, es ist nicht so wie die Aurora oder so, aber sie ist nicht... Für eine Heuschrecke ist sie doch... Ja, sie geht so, ne? Also die Mustang, haben wir noch andere Mustangs? Haben wir noch andere Mustangs hier stehen? Nee, ne? Ich denke nicht. Also wenn. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also Mustang, wie gesagt, von der Mustang gibt es verschiedene Varianten. Es gibt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht Alpha, Beta, Gamma, Delta, welche nur welche ist, aber es gibt eine Explorer, eine Fracht, eine Kämpfer-Variante. So. Was guckst du da? Ich guck mir Bilder an. Guckst dir Bilder an? Fernsehen. Ja. Was haben wir da? Sie haben... Sie haben... Sie haben... Ja, ja, das ist... Naja, was ist das? Das ist natürlich die dicke Starfarer. Und zwar mit den Raketen vorne drin, würde ich sagen, ist es die Starfarer Gemini. Die hast du ja selber, ne? Hatte ich. Die ist jetzt eine Polaris. Die ist jetzt eine Polaris. Ach, das ist eine derjenigen, die eingeschmolzen ist. Die hat, die musste dran glauben, genau. Ich rente die mal. Ja, rente die mal. Das ist eigentlich hier so der... Warte mal, das ist das Gruselding, ne? Wo man hinten im Freien steht. Ja, wenn man so will. Sie ist ja ein großer... In der Weile das durchlesen, wenn ihr wollt. Ja. Processing. Die haben wir ja gezeigt, die Gemini, die ist halt ein großer Treibstofftransporter, beziehungsweise eigentlich sogar ein Treibstoffförderer. Sie kann ja Treibstoff fördern und den gleich weiterverarbeiten. Wohlgemerkt nicht Quantum Fuel, das macht ja mittlerweile, machen ja die Mining-Schiffchen und die Starfarer. Wen hast du da gerade? Ich renne hier immer noch unter Ding, aber ich renne hier gleich gegen eine Freelancer.
will ja eigentlich nur denen erstmal zeigen, die Freelancer kommen schon. Da sind die dicken Tanks mit dem Treibstoff, mit dem Hydrogen Fuel drin. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist eigentlich dafür gedacht, bei Gasriesen und bei Sonnen Treibstoff zu sammeln. Und also, Treibstoffsammler ist was Tolles. Ich hätte das gerne in meinem Schiff direkt drin. Naja, gibt's ja auch, aber ich glaube, das Ding hier macht das effektiver. Kannst du mal reinrennen? Ja, wir können da mal reinrennen. Wir rennen mal rein, dieses große Teil da. Verlaufen wir zwar wieder, aber du kennst dich ja aus. Ja, na, das ist eins der Schiffe, wo du dich schon verlaufen kannst. Also, die ist nicht so klein, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich hab mich da schon verlaufen drin. Immer wenn ich eine Leuchte so anmachen hier. So, was haben wir hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich. Ja, hier, bitte sehr, wenn du mal schnell raus willst, ja. Dann einfach das, mal. Das ist nicht das Plumsk. Wiedersehen. Das ist nicht das Plumsklo, das ist der Ausgang. Also ich einer. Ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte ja, ja. Ausgang genommen. Auch hier werden wir keinen detaillierten Rundgang machen. Die haben wir ja schon x-mal gezeigt, die Starfarer. Das hier natürlich, weil es halt die Invictus Week ist, ist natürlich die militärische Variante. Die raus. Die Gemini, ja, gut, genau. Ich wieder das Bein breche hier. Irgendwann musst du mich hier tragen und Body Dragging gibt's noch nicht. Ja. Dann gehen wir rüber zur Freelance. Okay. Welche haben wir denn hier? Das ist die normale, oder? Das ist die normale. Das ist die normale. Nee, das ist die. Nee. Das ist die MIS. Genau. Ich hatte die normale Freelancer irgendwie. Oder habe ich immer noch, ne? Ich wollte die nicht renten, ich wollte die Tür aufmachen. Die hat einmal hier brrrt, wie man daran sieht. Und sie hat, warum sie als Gunship bezeichnet wird, sie hat tonnenweise Raketen. Also es ist eigentlich kein Gunboat, sondern eigentlich eher ein Missileboat. Bist du jetzt reingerannt? Ich bin hier drin, ich setze mich aber nicht hin. Ich habe halt so ein Problem im Aufstehen. So, hier haben wir Cargo 1. Naja, es ist natürlich klar, dass sie jetzt hier und auf hier der... Und hier haben wir die dicken Bumsen, die fehlen natürlich in der normalen. Echt? Warte mal, das will ich mal sehen. Nee, ich will das nicht renten, das Ding. Ja, das ist ein bisschen fusselig. So. Ach na, hier haben wir den normalen Cargo wieder. Den kennen wir schon. Und hier haben wir die Bumsen. Also sie zeigen jetzt natürlich auf der Invictus wie hauptsächlich die militärischen, ne? Deswegen hier der... Wo sind denn hier die dicken Bumsen? Die Dinger hier? Nee. Was sind das dann? Na, eigentlich ist die Miss zeichnet sich eigentlich hauptsächlich vom Freelancer aus, dass er halt hier dicke Raketen hat. Ja, keine Ahnung. Nicht an der Seite. Vorsicht, da geht's ein bisschen runter. Ja, na, ich muss ja nicht gleich so runterspringen. Ach, das ist eine Wand hier, alles klar. Das ist eine Wand. Also das die kämpferische Freelancer-Variante mit vielen Raketen, das hier die Starfarer, also die Tanker-Variante mit, achso, warum ist es die Starfarer Gemini, warum ist das die militärische Variante, weil die halt vorne die Raketen dran hat, ne? So, die normale Freelancer hat hier diese komischen Dubbelchen vorne nicht in der Sicht. Die Space Boobs, wie man so schön sagt. Ja, das erinnert mich eigentlich eher an so eine Hornisse oder so, ne? Hornisse? Ey, ich muss jetzt sagen, hier ausgestellt sind relativ wenig Sachen. Naja, guck also, dir mal die Stuff around, da geht so viel Platz weg. Ja. So, war's das schon? Nee, ich guck mal auf der anderen Seite, da steht da noch was? Da steht noch irgendwas, oder? Kann ja, ich ja, da steht noch was. Hier ist noch was. Das ist von Misk, der noch zwei. Ja, mit dem Reliant. Ich geh zum Reliant erstmal. Geh mal zur Reliant. Den hatte ich kurzweilig, den Tana. Aber wirklich nur, weiß nicht, eine Woche. Und dann habe ich den eingetauscht. Oder beziehungsweise geupgradet. Na, da erzähl uns doch mal, was an dem so toll ist. Ja, ich habe ihn ja geupgradet. Ja, dann erzähl doch trotzdem mal, was an dem so toll ist. Na, der also, Tana ist halt die Kampfvariante von Mulai. Ne? Da hast du ja mehrere Varianten. Ja. Es gibt halt das Starter-Ding. Das gibt, den hier, dann gibt es das Research-Ding. Und was macht das Schiff? Den Reporter. Na, was macht es? Das hier, das kannst ja du kämpfen. Das ja, aber was macht es, wenn man startet? Ach so, ja, du kannst das halt hochklappen, ne? Das was klappt. Ihr jetzt hier waagerecht seht, klappt sich nach oben, dann sitzen die beiden, Co-Pilot und Pilot, die sitzen jetzt hier nebeneinander, die sitzen halt übereinander. Ne, ja, das ist so laut hier. Das Problem ist, das Problem allerdings ist, wenn das Ding hochgeklappt ist,
oder generell, wenn du das Fahrwerk eingefahren hast, dann kannst du nicht mehr aufstehen. Dann bist du im Sitz gefangen. Ja. Also hier sind zwar zwei Betten, wie man hier schön drinne sieht. Ja, aber das hat nicht jede, ne? Die hier hat übrigens ein SCU. Tada, da ist es. Die andere Variante, die warte mal, sag mal, Variante? Siehst du hier auch was schweben? Ja, hier schwebt der Mini-Sitz. Keine Ahnung. Da kommt man auch nicht durch, weil der... Ja, super. So. Können wir gleich wieder rausgehen. Erzähl mir mal nochmal, welche Variante hat denn dann kein SCU? Eins hatte kein Bett, so war das. Ich glaube, die Grundcore, also die Core-Variante hatte, glaube ich, kein Bett. Alle anderen hatten Betten, also die Reporter und die Science-Variante und die Kampf-Variante, die haben alle Betten gehabt. Nur die doofe Core, glaube ich, also die Grundvariante, die hatte keins. Also im Prinzip ist es interessant, dass es sich halt groß klappt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Doktorfisch, aber... Naja. Es war nicht meins, also... Wer es mag, okay, hat auch, naja, Sprungreichweite ist nicht so doll, und ist nicht bei der Tarnung. Kann man aber dran drehen, indem man sich einfach einen anderen Kanten greift. Ich meine, wenn man auf ein Alienschiff steht, dann bin ich sowieso dafür, dass die Cartwheel, ne? Also ist jetzt die Tarnung, also die Reliant als Alienschiff? Sie hat Alien-Technologie drin, ne? Laut Misk, ja, in der Tat. Okay. So, und dann haben wir hier noch... Ach so, hier den kleinen Racer. Genau, last but not least, das Rennauto von Misk. Den leihen wir uns auch mal aus. Eigentlich können wir, genau, den würde ich eigentlich auch mal leihen hier. Den Misk Razor, der ist als Rennauto, also als Rennauto. Wollen wir damit mal, kommen wir leihen uns gleich mal beide so ein Ding und dann flitzen wir mal. Ey, Prozessor auch noch. Und ja, der ist halt für Rennen gedacht. So, ich bin fertig prozessiert. Ich bin auch fertig prozessiert. Der kann auch nicht sonderlich viel, außer schnell sein. Normalerweise hat der eigentlich so einen bläulichen Skin. Warum der jetzt hier so in schwarz-metallic dasteht, weiß ich nicht. Ja, also ich muss sagen, ich bin von der heutigen Messe etwas enttäuscht. Ja. Sie haben wirklich nur die militärischen, also... Der Razer, okay. Sie haben nur die Kampfvarianten, also vom Starfarer nur den Gemini, von der Reliant. Ja, gut. Aber von der Freelancer hätte man mehr zeigen können. Statt die eine Miss. Und von der Reliant hätte man auch mehr zeigen können. Und von. Ja. Und von der. Gut, es ist eine militärische Messe, aber. Argo hat halt die zwei Schiffe gezeigt und auch in den Hologrammen hätte man ja auch von Argo noch einiges oder von Consolidated Outlands noch was zeigen können. Aber na gut, die Messe ist etwas kleiner bei Misk und den anderen, dann ist das halt so. Oh, dann pass auf, dann lass uns das mit dem ja? bei einer anderen Aufnahme machen. Dann machen wir das in einer anderen. Ja. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich meine, der Grundgang war heute etwas kürzer. Ja, aber dafür gut. Haben wir die letzten Male jedes Mal überzogen. Hey. Ja, ja, da ist auch wieder recht. Komm, wir machen nochmal kurz einen Überblick über alles. Ja. Am besten ganz oben. Also hier, da geht mehr, ja. Da hoffe ich jetzt ehrlich gesagt auf eine dicke, fette Show von Drake, weil Drake sind ja die Party-People. Das sind dann die letzten, ne? Ja. Ja. Ach so, weil sie Piraten sind. Ja, ja. Ich hoffe, die wissen, wie man. Eben, ich hoffe, die wissen, wie man eine Party macht, oder? Ja, definitiv. So. Jetzt haben wir nochmal einen Blick auf die. Jetzt habe ich die Schiffe hier schwer erleuchten, hier schwer rum. Aber gestern sah es auch imposanter aus, ne, oder? Gestern? Komm. Ja, nicht, also nicht gestern, vorgestern. Es war für uns gestern. Ja. Gestern sind wir in die Online gekommen, in das Spiel rein. Das war interessanter. Also ich finde, die vier Hersteller, die hätten mehr aus ihrem Raum machen können. Ja, doch. Also da fand ich Aegis beeindruckender und Anvil. Und ja, eigentlich alle drei davor, also auch hier RSI Origin. RSI Origin definitiv. Aber da werde ich sowieso nie was dagegen sagen, es tut mir leid. Nee, natürlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ein schickes Rennen fliegen mit den Razern. Ich stehe direkt neben dir. Ich bin auf der anderen Seite. Dreh dich. Und ja, und spätestens natürlich mit Drake. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Dann verabschiede ich mal zitternd. Mal zitternd?
Warte mal, ich kann mal einen anderen machen hier. Ich mach mal einen voll auf... Oh, soll ich mal einen auf Tussi machen? Ja, bitte. Ja? Okay, pass auf. Ja. Um Himmels Willen. Bis dann, denn. Tschüssi. Tschüssi.